Willkommen zur nächsten Folge von Space Astronomy. Ich habe mal unsere Smeltery leer gemacht und mit wunderschönen glitzerigem Gold befüllt und die lassen wir mal auslaufen. Und ich habe gerade gesehen, im Questbook ist hier noch so ein Quest mit dem Schlüssel. Creating a secret world. A task where the player needs a specific item, bla bla bla. Craft a Spectra Key. Spectra Key. Habe dann guckt und dieser Spectra Key wird gemacht aus Spectralm und einem Stock. Einem handelsüblichen Stock, wie man ihn im Baumarkt kennt. Und diesem Iron, das war aus Eisen und dieser komischen Ektoplasma-Geschichte. Und wie der Zufall will, habe ich das da so auf Lager. Das heißt, wir machen jetzt mal diesen komischen Key, auch wenn ich überhaupt keinen Plan habe, wo das Ding uns jetzt hinbringen wird. Das. Achso. Man muss das Rezept natürlich genau verfolgen und nicht auch keine Sekunde anders machen. Ich habe keine Ahnung, was das Ding kann. Mal gucken, was das Ding kann. Travel to a Secret World, Spectre Dimension. Aha, lass mich raten. Man muss da jetzt irgendwas machen. Passiert da jetzt irgendwas? Muss ich das Ding rechtsklicken oder wie ist das? Aha. Ja gut. Schön. Ha. Irgendwas passiert. Okay, I don't know what happened. Yeah. Light Blue Spectre Block. Nicht abbaubar. Es ist eine Void Vault. Cool, ein Reward Pack. Wir nehmen natürlich den. Der Wald, der sieht besonders aus. Lass mich raten, ich bekomme wieder Steine. Ah, ich bekomme buntes Glas. Das ist sowas aber auch. Guck mal. Ja, guck mal hier, ein Pflanzer. Komm, machen wir hier buntes Glas. Palace Party. Hahaha. Krass. Und jetzt, lass mal wieder zurückflattern mit dem Ding. Kann das sein, dass es so wie eine TARDIS-Geschichte ist? Nur anders benannt. Weil das erinnert mich gerade sehr stark an Galactic Science mit der TARDIS-Geschichte. Aber gut, haben wir es gemacht. Dann packen wir mal weg und machen wir das nächste. Was ist das denn hier? Going to the last millennium. Portal to the last millennium. Ah ja, okay. Was ist denn the last millennium? Mal gucken. I don't know. Oh. Oh. Gut, verbranntes Quarz ist easy. Was ist das? Ist auch nicht so schwer. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Naja, gut. Was wäre das andere gewesen zur Auswahl haben? Going to the End, ja klar. Killing a Wither? Nö. Deep Dark ist auch noch ein bisschen früh. Da würde ich doch fast sagen, lass mal gucken, was wir hier machen können. Crafting a Heavy Duty Tool. Robuste Spitzhacke. Wie mache ich denn die? Robuste Spitzhacke. Lass mich raten, aus gepresstem Stahl. Ach so, aus Stahl. Wie kriege ich denn hier Stahl, ja? Indem ich Eisen verbrenne. Ach so, doch so einfach. Nehmen wir mal 11 Eisen und schmeißen den Ofen, verbrennen sie. Haha, es muss ein spezieller Ofen sein. Ich wusste da was. Nein, dann lass uns mal unsere Spitzhacke hier ein bisschen aufpimpen. Hatten wir eh vor. Da opfere ich mal einen davon. Den opfere ich nicht, natürlich. Das opfere ich und davon die Hälfte. Ah, kommt hin. Machen wir mal hier einen schönen Block Redstone, einen schönen Block Lapis und dann machen wir mal hier das Ding hübsch, ne? Und zwar, ich blicke gerade am ersten, Lapis kommt nach unten. Lapis ist unten, das heißt, es ist egal, wo wir es hinpflastern. Das heißt, wir können das Ding einfach vollhauen mit den drei Stück, die wir haben. In drei Blöcken, versteht sich. Und dann haben wir das Ding hier voll. So, ich glaube, Redstone kommt in die Mitte, ne? Ja, machen wir direkt mit den Blöcken, falls wir dann nachher wieder nicht das Ding voll bekommen. Und der umspringen kann. Ja, genau, wenn das der Punkt ist, wo das dann nicht mehr umspringt, dann. Gut, einfach machen wir erstmal Diamant dort drauf, wie es auch hübsch aussieht, ne? Und dann noch den einen Tackerer hier und dann, ha, es funktioniert nicht. Super. Na. Ach so, jetzt macht das doch wieder automatisch. Na egal. Mach mal dich hier ruhig voll. Du hast das Abbau-Level Obsidian. Modificator hast du noch übrig. Gut. Ich überlege, was macht den Abbau-Level höher? Da gab es noch irgendwas, ne? Schlaues Buch, die mächtige Schmelzerei, Material und Duban 2, ja. Was haben wir denn hier Schönes drin? Modifiers. Das hätte ich gerne mal gelesen. Slime Crystal. Was kann der? Paper. Ardite, Kobalt, Manolin, Bronze, Steel. Elegant Diamond. Money Level increased to Level 3. Aha. Okay. Level 3 haben wir schon hinter uns. Mining Level increased to Level 2.
Okay, ich mache auch Abbaugeschwindigkeit. Das Slime Tool Repairs Safe ist auch noch sinnvoll. Ja, können wir auch machen. Das ist nicht das, was ich suche. Es gibt noch eins. Every Fire Powder adds another second to the flame. Okay. Nicht das, was ich suche. Adds the material trait reinforced to the tool stacks with previous level of reinforcement. Nein. Nein, es ist alles nicht das, was ich suche. Allows the tool to be charged. Nein, das brauche ich auch nicht. Adds an additional modifier slot to the tool. Ja, können wir nachher noch machen, wenn wir das brauchen. Okay, es ist also nur mit Redstone möglich, oder wie? Ja, dann gib mal her, der Redstone, ne? Machen wir mal hier ein bisschen Redstone drauf. Ein bisschen mehr. Die Hacke sieht einfach mal genauso aus wie diese da unten. Nur in Silber. Richtig krass, ne? Das ist einfach genau dieselbe Hacke, nur in Silber. Nicht mehr aus Eisen. Muss man sich mal geben, ne? Muss man sich echt mal geben, diese Idee, ne? Ich habe natürlich es genau wieder falsch gemacht, weil natürlich jetzt genau wieder 9 Stück fehlen wahrscheinlich, ne? Ah, ne, es sind sogar nur 4. Was hab jetzt gerade gemacht? Lol. Okay, jetzt ist das Ding auch wieder voll. Ich würde sagen, wir tauschen Abbaugeschwindigkeit. Hä? 27? 15? Hä? Reparaturmaterial Silber? Ach so, das ist die neue. Ach so. Ah, bong, bong, bong. Error, error, brain exe, Punkt, stop working. Bong, bong, bong. Nein. Dann, gut, Heavy Duty, du kannst mal knick. Warte, was ist denn das hier? Getting armed. Lasergun. Was kann die Lasergun? Wie mache ich mir die Lasergun? Bestimmt kompliziert, ne? Lasergun. The Lasergun von More Planets. Ach so, ach, gepresstes Titan, ach, gepresstes Dash. Strahlen, hast du, sag das doch. Das ist ja ganz einfach, wenn ich da oben gewesen bin. Was ich natürlich nicht bin, weil ich noch hier unten verstecke. Okay, das ist garantiert hier noch gesperrt, weil ich keinen Strom habe. Das heißt... Oh, kommen die auf einmal? Waren die schon mal da? Dann lass mal gucken, ob wir hier den komischen Sauerstoffmaske, Sauerstofftank und Sauerstoffgeschichte bauen können. Also, Sauerstoff-Geschichtskram hier. Wir brauchen ein Flashline. Wir brauchen Strom. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, wir besorgen erstmal Strom. Und zwar nachhaltig, ganz viel Strom. Hat jemand eine Idee, wie wir was machen? Ich nicht. Das heißt, es läuft darauf hinaus, dass wir jetzt ein Solarpanel bauen müssen. Solarpanel. Da nehmen wir doch die. Ja, gut. Ich hätte da mal so eine allgemeine Frage. Was ist das denn? Also brauchen wir jetzt einen Induktionsschmelzer. Induktion. Hallo? Ja, okay, Induk, mit K natürlich, weil es deutsch ist, ne? Induktionsschmelzer. Dafür brauchen wir wieder ein bisschen Invar. Ein bisschen Invar, habe ich noch Invar. Ganz viel Invar habe ich noch da. Das hat, glaube ich, gesehen. Was noch? Zell. Oh mein Gott, es ist 10. Es ist 10, es lebt. Nein, es ist Glas. Wo ist das Glas? Glas lebt nicht, so. Dann mal da zurück. Back to work hier. Zwei davon. Das alles raus. Dann einen davon. Okay, was noch? Dieses Ding hier. Dieses Ding da. Da gibt man her. Und dann da. So, genau. Den in der Mitte. Das sexy blaue Rad hier. Und dann den ganzen Kasten. Da hinten läuft ein Zombie rum, sehe ich gerade im Augenwinkel. Sehr schön. Und jetzt, warum eigentlich einen Eimer? Das verstehe ich bis heute nicht, aber egal. Jetzt brauche ich mal eben kurz bitte Redstone. Warum ich das Redstone da unten reingetan, das Glowstone hier oben? Ich verstehe es nicht. Mal so eine Mischung und dann kippt man das Ganze mit Gold mal da unten rein. Wie viel Gold habe ich noch hier oben? Ach, das ist alles mein, ganzes Gold. Ach so, sag das doch. Doch so scheiße die Situation. Okay. Machen wir das mal da rein und das mal da rein und dann schmilzt es natürlich nicht. Doch, es schmilzt. Aber nicht mehr lange, weil gleich der Ofen wieder aus ist. Und das heißt, wir müssen unsere letzte Kohle verfeuern, die wir noch haben. Dann haben wir ein Problem. Sprich, ich darf dann mal wieder farmen gehen. Mache ich dann diesmal aber offscreen oder im Livestream, je nachdem, wie ich lustig bin.
Und ich bin verdammt lustig, das wisst ihr. Verdammt lustig. Silberschwert, Zertusquarz, Spitzhacke. Diese aber auch kenne ich auch nicht für unser Kobalt- und Adait-Gezeugselder. Das. Ach, hier haben wir noch ganz viel Gold. Ach, lustig, ich bin so blöd. Ich bin gefragt, was das ganze Gold hin ist. Ich wusste doch, ich habe noch Gold. Aber das Fleisch behalte ich gerne, dankeschön. Ist gut, mach nicht so ein Krach hier unten. Ach Gott, ist das langsam. Shocking. Da gehe ich doch lieber ins Bett und mach Nickerchen hier. Nach. Was für Monster. Ey, ich bin hier in einem Baumhaus. Warum ist das Monster eigentlich immer grundsätzlich ein das Creeper? Es ist immer das Monster Creeper. Nichts anderes, immer das Monster mit dem Namen Creeper. Jedes Mal. Ha, geht doch. Jetzt kann ich mich wunderbar in mein Bett reinlegen und wunderbar hier die Füße hochlegen und wunderbar schlafen. Und mehr Gold, immer schön Gold holen. Apropos Gold, ich wollte doch hier meinen. Wie bin ich denn jetzt vom einen auf das andere gekommen? Ach stimmt, weil ich für den Tank das brauchte, aber die Rest kann ich ja schon machen, ne? Ha, ich bin so doof. Das waren Helm und Glas einfach nur, ne? So, und dann einfach so, ne? Was war's denn dann? Ach, Herrgott, nochmal, es sind Scheiben. Es sind Scheiben gewesen. Jesus, vergib mir, es waren Scheiben. Ach so, eine gepresste Kupferplatte. Wobei, das haben wir auch, aber wir haben nichts zum Antreiben. Boah, wir haben die Geräte schon, aber wir können sie nicht benutzen, weil uns nämlich die Kohle fehlt. Das heißt, ich muss so oder so Kohle besorgen. Die Sachen würde ich auch gerne benutzen, aber uns fehlt auch die Sachen für. Von daher, Lilibitsch kritisch gerade die Situation. Ich brauche nämlich verdammt dringend Strom. Sonst läuft hier bald nichts mehr. Das ist traurig. Und was ist denn hier? Hellgraue Scheibe, ich wusste es doch. Immer diese Scheibe. So. Haha, 9 energetisierte Leitungen. Wo sind meine Solarplatten? Ich möchte Strom gewinnen. Tageslichtsensor, Holzplatte, Glas. Ah ja. Wäre ganz schön, wenn das nicht so viel Glas verbrauchen würde, aber ich meine ja nur. Was war denn noch dabei? Xylitium und Elektro. Stahl, Barren und Silizium. Tolle Kombi. Wie mache ich denn Stahlbarren, wenn ich keine Stahlbarren habe? Na toll. Okay, gibt es andere Rezepte? Also, Eisen, Kohle, Pulver und Silizium. Quizfrage für... Ach, ich habe keinen Pulverizer. Och Mann, ey, hier habe ich... Ich habe da gar nichts. Was ist das für ein Mist? Wo war gerade die S-Bahn? Hab das, glaube ich, auch gerade gehört. Das hört sich mit der S-Bahn so. Ja, Herrgott, ich mache dir auch noch Bretter, wenn es dich freut. Meine Güte. So, das ist immer so schwer, sich am Anfang Strom zu besorgen, ne? Jetzt brauche ich noch gehärtetes Glas dafür. Quarzglas. Kann man das Blitzenzieren herstellen? Och komm, es ist nicht wahr. Ich muss also auch noch einen Pulverizer bauen und Strom besorgen und noch irgendwas. Das heißt, ich sitze mal wieder auf dem Trockenen in dem Fall. Mangels Strom. Sprich, ich muss mir jetzt mal Gedanken machen, wie ich hier Strom bekomme. Und bis dahin würde ich mal sagen, ist diese Folge auch jetzt zu Ende, weil mehr kann ich jetzt auch nicht machen mal wieder, außer hier noch Gold abgießen, aber das ist jetzt so spannend, als würde ich Blumen gießen. Apropos, habe ich eine Gießkanne? Habe ich diese Gießkanne schon gehabt? Schade, ich hätte diese Gießkanne nämlich da hingestellt und Gieß gekannt, genau. Ich hätte Gieß gekannt, da merkt man schon. Ich hätte Gieß gekannt. Finde den Fehler. Das ist eindeutig. Ich wollte unser Schwert noch erneuern, ne? Ach Mist, jetzt habe ich zu wenig Gold, oder? Könnte knapp werden. Das Gold werde ich definitiv nicht wasten. Das sind vorne 128, das sind 2, mindestens 4. Mindestens 4 Gold, die ich zu viel reingetan habe, zu früh ausgenommen habe, keine Ahnung. Warte mal. Schade, oder? Moment. Das würde ich hinbekommen, ne? Das im schlimmsten Fall auch noch. Das auch noch. Ich kann mir sogar das Bessere schon craften. Was? Na gut. Mein hier, Ultraviolet Solar Panel.
So many will collect energy from the sun on or ultraviolet lights from stars drawing on future use. Automatically adjust. Alles klar. Es kann sein, dass diese Planet Spots hier richtig groß ist alles. Weil ich meine, ich weiß ja, dass es hier relativ viel zu finden gibt in der ganzen Galaxie mal wieder. Da unten ist was, hier rechts ist was, oben vielleicht auch noch. Oder unsere Sonnensystem hier auch. Aber naja, wir werden es sehen. Und da möchte ich mal sagen, das war's von mir von heute für jetzt. Vielleicht. Ich glaube, später kommt noch auch noch ein Video. Kann sein. Ich bin gerade wieder im Vorbau, deswegen ich weiß es nicht. Und ich würde sagen, egal. Bis dahin. Noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.